Hallo zusammen, heute geht es wieder mal um dieses Auto und zwar um die negativen Bewertungen oder die Mag-ich-Bewertung von meinem letzten Video. Ich habe am 28.03. ein Video gemacht über den Opel Rocks und ich hatte noch nie so ein schlechtes Video gemacht. Nur 70% sind positive Bewertungen. Also das heißt, 30% der Leute finden mein Video schlecht. Ich habe gesagt in diesem Video, dass das Auto in der Schweiz jetzt erhältlich ist und dass es da 13.000 Franken kostet. Es geht um dieses Video hier. Und hier ist ein Ausschnitt aus diesem Video. Und hier drüben seht ihr, es ist nicht 70%, es ist 71,4% sind Mag-ich-Bewertungen. Der Rest hat einen Daumen nach unten bekommen. Dass ich natürlich einen Daumen gegen unten bekommen, wenn Opel in der Schweiz 6.000 Franken teurer ist wie in Frankreich, der Citroën Ami, ja, kriege ich dann einen Daumen nach unten? In dem Fall schon. Das ist jetzt mein, ich habe jetzt fast 1000 Videos hochgeladen. Und kein Video war so schlecht mit Mag-ich-Bewertungen wie dieses Video vom 28.03. Das wäre die Kühlbox für das Auto. Normalerweise mache ich ja Kühlboxen-Videos, Kühlschränke-Videos und da bin ich in der Regel gewöhnt, dass ich irgendwo 90% der Videos oder 100% der Videos sind positiv bewertet. Aber dieses Opel Rocks Video, dass der Opel so teuer ist, da kann ich ja nichts dafür. Da müsst ihr nicht den Opel bewerten, sondern meins bewerten. Ich verlinke euch hier das Video, was ich gemacht habe. Könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben, dass wenigstens der Druck nach oben steigt oder auch ein Video nach unten, ist mir eigentlich scheißegal. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.